Leipzig, vor fast 20 Jahren haben Monika, 53, und Jan Rohwedder, 57, mit Freunden bei einer Grundstücksauktion der Bahn ein rotes Backsteinhaus in einer grünen Oase ersteigert und später liebevoll saniert. Alle Wohnungen sind vermietet, im Garten leben Hühner. Doch jetzt befürchten Rohwedders und die Eigentümer von weiteren 4 Häusern in der kleinen Sackgasse an der Arno-Nitzsche Straße, dass ihr Paradies dem neuen Kulturprojekt Gleisdreieck weichen soll. Denn bis 2023 sollen hier der Techno-Club, Distillery und der TV-Club die neuen Wohngebieten weichen müssen, sowie Musikstudios einziehen unmittelbar hinterm Zaun. Das alte Umspannwerk geriet vor 2 Jahren in die Schlagzeilen, als die Polizei das von Autonomen besetzte Black Triangle räumte. Nun soll es für 18 Millionen Euro umgebaut werden. Aber bis dahin sind noch viele rechtliche Hürden zu nehmen, sagt Anwalt Christoph Naumann, 45. Er hat für die rund 30 Betroffenen bei der Stadt Bedenken gegen den Bebauungsplan angemeldet. Mit uns hat von der Stadt niemand gesprochen, sagt Monika Rohwedder. Wir haben nichts gegen kulturelle Entwicklung vom Kino bis zum Museum, aber 2 Clubs über diesen kleinen Zufahrtsweg, das ist unmöglich. Das ist den Planern wohl auch schon aufgefallen. In einer Vorlage aus dem Dezernat Stadtentwicklung und Bau heißt es unumwunden. Die Verwaltung wird beauftragt, mit den dort Wohnenden in einen Dialog über ihren weiteren Verbleib vor Ort zu treten sowie im Planverfahren eine Lösung für eine wirtschaftliche Nutzung der Wohngrundstücke zu finden. Die große Sorge der Bewohner: Wir stören hier und sollen weg.